Eine 10 Gramm schwere Kugel trifft mit der Geschwindigkeit von 400 Meter pro Sekunde auf einen 390 Gramm schweren Holzblock und bleibt darin stecken. Berechne die Geschwindigkeit, mit der sich der Klotz samt Kugel nach der Kollision bewegt. Zuerst die Angaben. Die Masse M1 beträgt 10 Gramm, also 0,01 Kilogramm. Die Geschwindigkeit V1 beträgt 400 Meter pro Sekunde. Und die Masse M2 beträgt 390 Gramm, also 0,39 Kilogramm. Wir suchen die Geschwindigkeit vom Block, der die Kugel enthält, nach der Kollision. Wir nennen diese Geschwindigkeit V und drücken sie in Meter pro Sekunde aus. Um diese Geschwindigkeit herauszufinden, nutzen wir die Formel vom Impuls P gleich M mal V und das Erhaltungsprinzip vom Impuls. Dieses Erhaltungsprinzip ergibt, dass M1 mal V1 plus M2 mal V2, wo V2 0 ist, gleich M1 plus M2 mal die Endgeschwindigkeit V, die wir suchen. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass V gleich ist zu M1 mal V1 geteilt durch M1 plus M2. Wir ersetzen M1 da und da durch 0,01. Wir ersetzen V1 durch 400 und wir ersetzen M2 durch 0,39. Und somit ergibt sich sofort als Endgeschwindigkeit V 10 Meter pro Sekunde.